Oh, und damit herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge Supermarket Simulator. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen erweitert. Ich habe das Lager erweitert. Das habt ihr, glaube ich, noch mitbekommen. Und ich habe sonst noch nichts erweitert. Nee. 8 Regale insgesamt. Und ich habe mir jetzt hier eine Liste gemacht. Und das geht's nicht. Guckt euch das an. Mit den Stellplätzen, den momentanen. Ja, das kann man eh nicht sehen. Ist egal. Durchnummeriert und da stehen jetzt, habe ich mir jetzt die Produkte aufgeschrieben. Jetzt habe ich hier Platz und ich versuche das jetzt irgendwie auf die Kette zu bekommen. Ich werde jetzt alle Produkte einmal kaufen, damit ich das ganze Lager gefüllt habe mit allen Produkten, die ich im Moment habe. Da hier liegen noch leere Kisten. Die will ich auch mal behalten vorerst. Hier passt nämlich tatsächlich Brot und alle Mehlsorten rein. Und Rest habe ich vergessen. Gut. Alle Produkte werde ich jetzt einmal kaufen, damit alle Produkte, die ich im Moment habe, einmal hier vertreten sind. Mit einer Kiste. Außer den Puderzucker, da habe ich schon zwei. Was? Achso. Ja, alles klar. Gut, wir fangen hier an. Warte mal. Ja, komm, ist egal. Da haben wir eben das zweimal drin. So macht denn der das? Weil ich da drin bin, weil ich im Suchen bin. Depp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaufen. So, die werden wir jetzt erstmal einräumen. Sehen, wie wir da Platz bekommen. Vorher gucke ich aber noch einmal, weil ich will jetzt versuchen, naja, jetzt muss sowieso noch aufgefüllt werden, Platz zu schaffen, indem ich alles anstatt vierfach, dreifach nochmal rein tue. Sonst wird das mit dem Platz schwierig. Jetzt habe ich das Mehl weggeräumt. Auch doof, ne? Muss ich das Mehl noch einmal rein tun? Wollte doch eigentlich das Lager einräumen. Da können wir das danach immer noch machen, ne? So, die Öle. Die Öle haben noch keinen Platz. Die Öle. Würde ich sehr gern hier bei Salz und Zeugs machen. Alles, was so irgendwie. Ja, Tee passt jetzt da zwar auch nicht hin. Wir machen das Öl auf die 8. Über das Salz, ne? Jetzt habe ich hier schon einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Ich schon einen Fehler gemacht. Ne, da stimmt's noch, da stimmt's nicht. Na gut, ich mache das dann so. Dann passt es wieder. Sonst muss ich hier ummalen. Das ist ja im Prinzip wurscht, ne? Machen wir die gelbes Öl. Ich schreibe das auch genauso auf. Ölgelb. Kommt dahin. Rot. Brot hatte ich schon. Zwei oben. Genau da. Jetzt hätte er gemeckert, ne? So, dann haben wir die Crispies, also die Okopik. Muss ich mir merken. Ich muss mir den Namen genauso. Haben wir jetzt auch zwei, das ist gut. Da gucken wir nachher, dass wir immer zwei da haben. So, jetzt kommen die Nudeln. Nudeln und Mehl und das Zeug würde ich schon gerne in ein Regal reinpacken. Das wäre vielleicht das hier ganz gut. Ne? Das sind die. Sind das Nudeln? Ja. Das sind die normalen Nudeln. Jetzt muss ich aufpassen. Wir haben einmal Nudeln. Und einmal Spaghetti. Ne? Das ist Regal 7. Ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die sich das alles merken können. Ich ganz nicht. Hatte ich jetzt doch noch einmal Susu gekauft? Ich depp. Kein Platz mehr. Jetzt geht's schon los. Da muss ich das jetzt einräumen. Hab ich. Okay. Ist aber kein Problem, sehe ich gerade. Wir haben hier eh leer.
Muss ich ihr nochmal nachlegen. Aber ich möchte jetzt erst das Lager hier reinbekommen. Wasser haben wir auch schon irgendwo. Wasser steht hier. Ich werde das auch so lassen, weil sonst so Käse habe ich noch keinen. Jetzt würde ich auch gerne Eier und Käse. Das ist Regal Nummer 3. Das wäre hier. Das hier sollten die Eier sein. Genau, und da kommt der Käse nebendran. So, und da passen ja 4 Packungen rein. Da reichen auch diese einzelnen Felder. Die können wir dann belegen. Bei den großen hier muss ich dann gucken. Kann sein, dass wir das irgendwann mal wieder ändern müssen. Deshalb muss ich gucken, dass ich das Ganze irgendwann mit Bleistift mache. So, jetzt haben wir hier Tee. Aber das passt ja auch nicht, ne? Das Öl bei den Tee. Aber Kaffee hatten wir doch schon. Kaffee schwarz hatten wir schon. Schwarzer Kaffee, Öl, gelb. Ja. War schon gar nicht so verkehrt. Da oben ist der schwarze Kaffee. Gehen auch 4 rein. Das ist sehr gut. Klar, von den kleinen Paketen. Gehen natürlich 4 rein. So, Eier hatten wir auch schon. Irgendwann weiß ich, wo alles ist. Ne? Regal 3 oben. Da. So. Gut. Das waren die ersten 10. Das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Irgendwas hat er nicht genommen. Habe ich nicht richtig geklickt. Wo ich jetzt da aber lange suche, mache ich alles wieder raus und wähle wieder neu an. 1, 2, 6, 7, 8. Ja, ich nenne es jetzt mal Lagerlogistik à la Opa. So, Spaghetti, genau. Die Spaghetti kommen neben die Nudeln. Und die Nudeln haben wir auf der 7. 7 haben wir da hinten. Spaghetti. Falsch. Geht schon los. Spaghetti habe ich auf der 2, da hätten auch die Nudeln hingesollt, ne? Hingemusst, nicht hingesollt. Deutsch. Spaghetti habe ich hier. Ne, hier habe ich Brot. Hier habe ich Spaghetti. Ah, wie blöd. Platz. Hier geht jetzt tatsächlich nur ein Karton rein, oder? Ne, 2. Gehen eigentlich überall 2 rein. Deswegen machen wir die Nudeln vielleicht mal hier hin. Dass wir später ja, geht schon los. Hätte ich mir mit Bleistift geschrieben, wäre das einfacher, ne? So, egal. Es ist jetzt ein bisschen aufwendig, was ich hier mache, ich weiß, aber... So, hier haben wir die Cola. Cola hatten wir hier unten schon, ja. Okay. Dann haben wir den O-Saft, den hatten wir auch schon. Tee hatten wir auch schon. Ach, das funktioniert schon irgendwie, ne? Irgendwann habe ich es gelernt, wo alles ist. Milch hatte ich noch keine, oder? Doch, Milch einfach hatte ich auch schon. Milch einfach auf der 4. 2, 3, 4. Da. Reis hatten wir auch schon. Dann hatten wir hier ziemlich... Oder auch nicht... So, wo hatten wir den Reis?
Der 5. Hier war das, ja. Da haben wir den Reis. Salz haben wir da hinten, das weiß ich noch. Zack. Jetzt 9 Packungen rein, das ist doch schon mal eine Sache, ne? Da ist eh schon viel drin. So, das gute Mehl. Jetzt machen wir das Mehl, machen wir hier bei die. Das rote Mehl machen wir hier hin. Das ist die 2. Spaghetti, genau. Nee, Mehl kommt unter das Brot. Da gehört das hin. So machen wir das. Brot, Mehl rot. Dann haben wir noch Mehl blau, ne? Mehl blau habe ich doch schon irgendwo. Nussbutter hatte ich auch da hinten. Ne, da nicht, da auch nicht. Ach nee, das war süß, süß Kram. Stopp, stopp, stopp. Da unten haben wir Erdnussbutter. So ist gut. Wir hatten doch schon Mehl. Nein, hatten wir nicht, hatten wir weggeräumt. Alles gut. Ich gleich noch eine Schachtel nachnehmen. So, wir haben das Öl. Ölgelb hatten wir schon. Ist beim Salz. Ja, das gefällt mir jetzt nicht gut. Die 8. Das Ölgelb. Mach mal Ölgrün direkt nebendran. Ja, das hier ist jetzt von der Zusammenstellung nicht so gut, nicht so schön, aber ist egal. Im Moment geht das ja noch, man kann es ja noch lesen. Aber irgendwann ist die Lager voll und dann haben wir, so, wir nehmen noch ein blaues Mehl. Der Vollständigkeit halber. Wo waren wir jetzt? Olivenöl waren wir, Spaghetti, Basmati, Salz, O-Saft. Cola, Apfelsaft. Wir sind schon durch eigentlich, ne? Geld haben wir, wir haben nur 608. Das ist nicht mehr viel, sehe ich mal eben. Wenn wir gleich mal eine Verkaufsaktion machen. Blaues Mehl brauchen wir auf jeden Fall noch. Den brauchen wir noch. Den Apfelsaft, haben wir den schon? Apfelsaft haben wir. Oder haben wir noch jede Menge Platz? Das finde ich ja schon mal gut. Was haben wir jetzt drin? 2 Sachen. Soda, das haben wir noch auch noch nicht. Nee. So, dann nehmen wir die mal noch. Bin ich wieder durcheinander geraten, ne? Und das sowas von. So, das machen wir hier bei die Gesöffs. Genau. Soda. Das ist Cola und da ist Soda grün, O-Saft. Soda schwarz. Milch. Milch einfach hatten wir da. Und dann machen wir. Naja, das passt jetzt natürlich auch nicht wirklich gut. Aber wir machen es dahin. Weil hier haben wir die noch einfache Milch. Dann machen wir doppelte Milch. Milch 6. Back. 6er. Jetzt habe ich andere Regale alle leer. Und hier habe ich jetzt alles vollgestopft. Ne? Genau, blaues Mehl haben wir auch noch nicht. Blaues Mehl sollte zum Brot. Oder hier. Rot, Mehlrot, Mehlblau nebendran. Ja, ein bisschen doof. Hier oben habe ich Spaghetti, da unten habe ich Nudeln. Hätte ich können. Ne, muss ich wieder zu viel streichen. Mache ich mir sowieso irgendwann neu und schreibe mir das schön und da wird es nochmal geändert. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch ganz schnell einen Großeinkauf.
Das heißt Großeinkauf, Quatsch. Wir kaufen das, was jetzt hier fehlt. Erdnussbutter. Weil das möchte ich eigentlich später haben zum Nachfüllen. Wobei wir gar nicht mehr so viel Geld haben. Komm, ich nehme jetzt erstmal hin, pack weg. Muss jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Denn ich habe ja Sparmaßnahmen ergriffen hier. Und deshalb werden wir das hier jetzt erstmal alles einräumen und den Rest wieder hinstellen. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier hinstelle und da weiß ich nachher nicht. Naja, ist egal. So, wir nehmen die Sachen, die wir jetzt hier doppelt haben, schon mal einmal raus und füllen. Hier hatte ich, glaube ich, nee. Ach, guck, genau das ist nämlich das Problem. Irgendwann. Ich nicht sehe, wie viel da drin ist und wie viel nicht drin ist. Ne? Ja, aber ich sehe das schon, das wird irgendwann, geht das mit Fleisch und Blut über. So, müssen wir direkt schon mal nachkaufen. Machen wir auch. Werde ich das jetzt nach und nach so reintun. Zucker. Okay. So, was haben wir noch doppelt? Das hier. Die Schoko. Schokokrispis sind aber voll. Ich will das. Nee, nicht ganz. Ich will es ja versuchen mit drei Feldern. Ob es hinhaut. Ja, Schoko. Also, ja. Spaghetti. Genau. Gleich in den Warenkorb, in den Einkaufskorb. Ich hab noch keine Logistik. Ich merke das selbst. Aber das wird sich schlagartig ändern irgendwann. Ne? So, Brot. Probieren wir auch mit drei Feldern. Okay. Das Gute ist, wir können jetzt hier rundlaufen. Ne? War nicht so voll, ich hab's gar nicht. Doch, da fehlt noch. Hauptsache, wir haben was auf Lager nachher. Da kann ich ein bisschen mehr hier reinspringen. Oh je, yeah. Jetzt habe ich das Brot rausgenommen. Ich weiß jetzt schon nicht mehr wo. Zwei oben. Es geht schon los. Gute Frage. Soll ich die Kiste offen lassen, damit ich weiß, dass er angebrochen ist? Hat was, ne? Das gute Mehl. Gleich in den Einkaufskorb reinwerfen. Das gute Mehl. Am besten gleich zwei. Denn hier geht noch eine Menge rein. Der Rest kommt ins Lager. Genau. So, dann haben wir Kaffee. Kaffee könnte man noch mal umräumen. Kaffee haben wir auch schon gehabt. Kaffee haben wir hier. Genau. Probieren wir es auch mit drei. Platz schaffen für die neuen Produkte. Aber trotz allem dann beobachten, was passiert. Ne? Nützt ja nichts, wenn wir das jetzt hier sparen und haben danach ja keine Waren mehr. Zumindest haben wir was zum Nachfüllen. Das ist die Hauptsache. Ich bin sicher, irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Wo war das da oben? So viel dazu, ne? Erdnussbutter war, glaube ich, genug da, ne? Probier es mit zwei Feldern. Genau. Erdnussbutter. Salz war, glaube ich, auch genug, oder? Gut, lass die Kiste offen, dann weiß ich, dass sie angebrochen ist. Ist vielleicht sinnvoll, ne? So, was haben wir denn?
Gute Mehl habe ich, glaube ich, habe ich das jetzt, habe ich schon reingetan, ja. Ja, die ist okay. Reis, Basmati-Reis haben wir auch. In der 5. Genau. 2, 3, 4, 5, da oben. Zwei Packungen. Das ist okay. Ja. Und wieder da rein. Super. So, mit den Getränken muss ich jetzt gucken. Die Kühltränke wollte ich ja auch etwas leeren. Hier ist natürlich jetzt so richtig ungünstig. Aber O-Saft müssen wir auf jeden Fall reintun. Und der war nicht hier. Die Frage ist, wie viel? Ich würde es mit 4 probieren. Weil hier gehen nämlich nur 2 Reihen rein. Jetzt habe ich da oben natürlich Apfelsaft und der passt doch auch hier rein. Ja, genau. Das passt doch. So, wo war das jetzt nochmal? Das ist auch so ein Ding. Ich kann jetzt teilweise das hier gar nicht mehr abstellen, ne? Das war Milch. Da ist A-Saft. So, da mal Milch. Das habe ich auch ein bisschen doof gestellt hier, ne? Ja, stimmt. So, Moment. Jetzt muss ich mal gucken. Das geht. Ah, doch, 4 Felder habe ich gesagt. Ne, 3 Felder habe ich gesagt. Gut, dann machen wir jetzt nochmal 4 für die nächste Runde. Ist noch was drin. Gut, ich mache die dann noch da unten rein und dann. Obwohl, war eigentlich Quatsch. Ne, 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 ne. Aber mach doch jetzt kein Durcheinander hier. Es bleibt offen. Und kommt hier hin. Zack. So, da haben wir von dem anderen. Lassen wir jetzt mal, wie es ist. Versuchen dann hier auch 3, 3. Und da muss nachher noch Kuchenzeugs rein. Da muss man auch sehen, wie das passt. So, hier wollte ich hingehen. Wenn ich noch eine leere, noch eine Milchpackung habe zum Entleeren. Ne. Die sind voll. Habe ich jetzt keine. Muss ich dann auch so lassen, wie es ist im Moment. Bisschen durcheinander. Ansonsten, ja, Käse bräuchte man noch. Haben wir noch. Wir haben doch auch Käse. Wir haben Käse. In der 3 Eier und Käse, genau. So war's. 1, 2, 3. Käse. So. Okay. Eier und Käse in der 3. Na, Eier ist gut. Weg damit. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Da müssen wir jetzt nur gucken, ein bisschen aufpassen, was abgeht. Brot, gelbes Öl, blaues Mehl und 6er-Pack Milch. 6er-Pack Milch. Mal hier. Möchte ich auch mal versuchen mit einer halben. Richtig? Milchsechser, ja. Okay, lassen wir mal so. So, wie gesagt, Brot ist klar, das ist klar. Gelbes Öl, blaues Mehl. So, Ölgelb war auf der 8.
Genau da. Wo ist denn mein grünes Öl? Habe ich überhaupt noch grünes Öl? Ich habe gar kein grünes Öl mehr. Eieiei, das ist natürlich schlecht. Ja, gelbes Öl muss ich auch nachkaufen. Ganz klar. Gelbes Öl, zwei Packungen, grünes Öl. Ja, am besten vier. Zwei. Ja, da haben wir die 10 voll. Oh, da müssen wir wieder ein bisschen Geld verdienen, ne? Das machen wir aber. Kaufen. Ja, das Grüne ist uns letztes Mal ausgegangen, ne? Mal gleich mal komplett füllen hier. Warte, dann machen wir aber eine hier hin. Brauchen wir schon drei, ne? Da haben wir hier wieder zwei Felder frei für die nächsten Produkte. Denn es wird platzmäßig nachher schwierig. Gut, zum Verkaufen kommen wir heute nicht mehr in der Folge. Spaghetti? Spaghetti gekauft? Spaghetti. Zwei. Ah, deshalb, ja. Genau. In der zwei. Oben. Das hier sollte dann Brot sein, ja. Die müsste aber voll sein, ne? Die habe ich nur geholt noch zur. Ne, war noch nicht voll. Süßkram. Süßkram hatte ich, glaube ich, die. Oder Zucker hatte ich da oben, ja. Erdnussbutter ist da unten. Richtig. Gutes Mehl fehlt auch noch hier. Gutes Mehl. Mehlrot auch in der 2 beim Brot. Dahin. Richtig. Gut. Ja, er stellt es hinten dran. Das ist gut so. Das hätte man nachher suchen müssen. Das müssen wir auffüllen. Grünes Öl kommt dann ins Lager. Grünes Öl. In der 8 beim Salz. Ja, genau. Ja. Okay, haben wir zwei Packungen. Ja, das wird eh das Ziel sein irgendwann, aber wir haben wir kein Geld mehr. Ich will jetzt gar nicht mehr so viel kaufen. Aber das Lager muss voll sein. Dann nochmal gelb. Und gelbes Öl haben wir dann gesagt. Weiß-grüne. Und offen lassen, dass wir es sehen. So. Dann schauen wir uns an. Jetzt machen wir doch noch einen Verkaufsdurchgang. Zu sehen, ob das hier jetzt so klappt. Alles drei. Oh, blaues Mehl. Blaues Mehl haben wir da noch. Ah, da würde ich noch eine Schachtel holen, ne? Oder zwei. Jetzt nicht so drei Sachen brauchen wir, dass das Ganze voll ist. Zwei. Was haben wir denn? Wir haben jetzt doch alles im Lager, ne? Sieht schon richtig gut aus. Käse würde ich noch sagen, ne? Wir legen uns mal noch Käse hin. Käse ist ja kaum da. Das geht ja kaum auf sonst, ne? So, kauf das. Da lassen wir es auf uns zukommen. Das ist jetzt halt, wie es ist. Wir können ja hier schon mal aufmachen. Okay. Wo war der Käse? Ah ja, Käse. Drei. Da. So, perfekt. Blaues Mehl haben wir als Ersatz. War hier, genau. Okay.
Ah, habe ich bloß mir zu viel. Komm, dann stellen wir das hier hin. Sind wir denn in der Kasse bei mir? Nö. War das jetzt richtig? Natürlich war das richtig. So. Rotes Mehl. So. Gut, dann müssen wir das Ganze mal beobachten. Eier und Milch ist schon mal weg. Das Schlimme ist, die kaufen jetzt deutlich mehr als die ganze Zeit, ne? Das ist das Problem. Da war die Menge, die ich hier eingelagert hatte, gar nicht so verkehrt. Aber wir brauchen Platz. Das müssen wir halt schon mal alles gut planen. Dreißig, 1, 2, 3, 34, 50, 2. Ja, man kann es ja auch nicht so ganz voraussehen. An dem Tag wird so viel von dem gekauft. Ich meine, das ist in den großen Läden wahrscheinlich auch so, ne? Grünes Öl. Das Mehl ist okay. Milch. Ja, sieht alles noch gut aus hier. Brauche ich jetzt nichts nachfüllen. Was? Doch, Käse ist auch gut. Brot. Milch, ja. Nudeln. Nudeln in der 2. Ja, ganz kurz, ich bin direkt da. Jetzt guckst du dir an. Dann sind sie weg, ne? Egal. So können wir uns aber dann eventuell nochmal was nachbestellen. Punkt 37. Ja, sofort. Die roten Nudeln, da sind sie. Auf jeden Fall mal ein Pack rein, dass ich das nicht vergesse. Deshalb ist es wichtig, nachher von allem mindestens zwei Packungen da zu haben. Das andere bringt nichts. Alles noch gut. Da die Getränke mache ich mir die wenigsten Sorgen. Die Eier sind okay. Milch ist okay. Ja, läuft doch. Genau. Eier. War das in der Kasse jemand bei mir? Ja, Tatsache. Okay. Bin da, sorry. 4 Cent, okay. 1, 2, 3, 4. Weg damit. Ja. 1, 2, 1, 2, 43, 88. 50, 75, 85, 88. Danke. Oh. Sympathischer Mensch.29. 2, 3, 4. Der nächste. Uiuiui, der wird es aber jetzt gleich kritisch hier. Ich soll weitermachen. Ich habe nichts dagegen. Getränke. Käse. Käse, weiß ich, wo er ist. Genau da. Gut. Licht an.
Milch ist noch okay. 8,42, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 1, 2. Passend, so mag ich das. Oh. Das rote mit Nudeln oder was da oben wenig war. 50, 60, 65. Ja, sorry. Ich muss mal ganz kurz gucken, was fehlt hier. Na, Nudeln. Mal Milch geht noch. Tee ist okay. Ja, passt noch. Guten Tag. Oh, ist schon 8 Uhr. Es geht jetzt, geht dem Schluss zu, aber das ist immer das, was am schlimmsten ist, ne? Da machen die wie blöd. 3 Cent. 73. 70. 1, 2, 3. So, was haben wir? Lass mich gucken. Ja, ich glaube, die Strategie ist gar nicht so schlecht. Die Dreiermilch. Ich muss überlegen, ob ich hier... direkt mal reinpacken, ne? Mich alle. Ob da ein Licht rein muss, ob das dann mit angeht, muss ja wohl, ne? Das macht ja keinen Sinn. So, 2, 3. Werden wir direkt schon mal nach... Ne, können wir nicht. Das ist natürlich auch ein Problem, ne? Ich kann da nicht mehr nachbestellen. Okay. Ja, was jetzt kann es passieren, dass irgendwas alle ist, ne? 30, 23, 10, 20, 1, 2, 3. Kaffee haben wir noch, ja. Das an 107.800, das ist sehr schön. Ja, wir werden wohl noch, das werde ich aber wieder offline machen. 1,60 Euro. 1, 2, 3, 4. So, damit wäre es bei mir durch. Das heißt, ich werde jetzt dann so viel einkaufen. Sag mal. Nicht dahin gehen, wo die Kasse besetzt ist. Ach, ich hab dich doch so gern. Du kriegst mir so viel Kohle, das ist doch super. 15. 10, 20, 1, 2, 3, 4. Vielen, vielen Dank. So, was ich jetzt kaufe, ist eine Lampe. Ich nehme an, dass man hier drin auch Lampen aufhängen muss. Die gehen dann auch an, wenn man hier einschaltet. Vermute ich mal ganz einfach so. Okay. Gut, wir schließen. Sollte man dran denken. Gehen einen neuen Tag, gucken mal, was passiert ist. Es ist nichts passiert. 38. Sehr schön. Nächster Tag. Erdnussbutter, Olivenöl, Schwarztee, Wasser. Erdnussbutter, Olivenöl, Schwarztee, Wasser. Erdnussbutter, Olivenöl. Nee. Schwarztee, Wasser. 4,85. Schwarztee, Olivenöl. Was ist das? 6,19. Wasser. 2,25. Wir haben keine Beschwerden, lassen wir das auch so. Schwarztee, ich habe schon wieder vergessen. Oh, komm. Hier haben wir drei Sachen, die können wir schon mal kaufen. Da ist das schon mal aus den Füßen. Ach Gott, ist ja schon wieder so spät. Feierabend gleich. Schwarztee, Olivenöl. Erdnussbutter.
Ja, Schwarztee, Oliven, Erdnussbutter, Wasser. Schwarztee hatte ich vergessen. Oh Gott. 6,59. Okay, so. Ich werde jetzt ein, zwei Tage Geld verdienen, dass wir hier. Was ist denn hier drin? Oh, Saft. Weiterkommen. Ich brauche die Erweiterung. Da muss ich erstmal ein bisschen Kohle zusammenscheffeln. Das wird jetzt. Oh, ich habe Level 20. Ich habe Level 20. Ich kann den zweiten Kassierer einstellen. Das wird dann einfacher. Auf jeden Fall einfacher. Ich hoffe nur, dass der Verdienst dann immer noch so da ist. Oh, guck mal hier. Ja, aber sonst, gut, den Käse haben wir nachgefüllt. Käse machen wir vielleicht dann doch vier Felder. Milch ist okay, Wasser ist okay. Kann bleiben. Ja, das hier ist ja wirklich jetzt ganz schlecht weggegangen. Eier sind auf jeden Fall gut. Hatte ich schon auch nachgefüllt, aber nicht viel. Nö, sonst passt das mit den drei. Da können wir also ganz locker erweitern und gucken, dass wir die anderen Sachen noch hier in die Kühlschränke reinbekommen. Und Lagerplatz haben wir ja noch über. Aber wie gesagt, ich werde jetzt ein paar Folgen spielen. Ein paar Tage. Und dann haben wir ein bisschen Geld zusammen. Dann können wir weitermachen. Sonst zieht das nicht alles zu sehr in die Länge. Hier räumen wir eben noch zusammen ein. So, das hat auch ausgereicht. Und ja, wie gesagt, wenn ich ja nachher die Zeit habt, da kann ich ja hier ganz locker. Ist alle? Ja. Genau. Und wir haben jetzt Kohle und ich werde, wie gesagt, das Lager so füllen, dass wir mit den Produkten, die wir jetzt haben, überall schon mal zwei haben, mindestens. Dass wir im Lager immer was gefüllt haben. Und dann gucken wir dann, wenn ich genug Geld zusammen habe, machen wir gemeinsam die Erweiterung. Und sehe mal, wie das funktioniert. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns. Wenn es euch gefällt, was ich hier so tue. Ich weiß, ihr kennt das. Danke. Ciao.